Von 5, ne? Ich habe übrigens das wichtigste Argument vergessen bei den Piraten letztes Mal. Haben wir jetzt cool über sind. Piraten geredet? Ja. Ich habe aber jetzt keine Lust mehr zu diskutieren. Nee. Ich sag nur. Liquid Democracy. Ich weiß sowieso nicht, was das ist. Ich wollte gerade sagen, was kommst du mit solchen Begriffen bei Realschülern an? Ja. Was? Ja, wir sind bei der Hauptschule hier hätten. Ja, wir haben ja auch keinen Vorteil. Nein. Wir sind also eine multikulturelle Gruppe. Wir haben. Kulturell! Wir haben von jeder Sorte etwas dabei. Also. Sonderschüler fehlt noch. Und Haftbefehl. Als eigenständige Gruppe. Oh, Haftbefehl. Oh. Wie machst du mit seinem Reim da? Die Polizei findet Kinos bei Kindern. Ja, genau. Was? Nochmal. Die Polizei findet Kinos bei Kindern. Das ist ein ganz toller Reim, ne? Ja. Liegt einfach komplett runter. Das ist cool, ne? Guck mal, jetzt wird's richtig geil. Haftbefehl und seine Aslaks. Aslaks sterben, Junge. Was? Das ist Funke. Geh ich nach draußen, sehe ich selten Sterne, Funke. Ging das so? Ich weiß nicht. Irgendwas mit Funkeln und dann. Dunkeln, ja. Ja, genau, dunkeln. Dunkeln hat er noch dunkeln und dunkeln. Funkeln. Den Reim, der in einem Googlen sofort als erstes vorgeschlagen wird. Wie hat Julius Bock das nochmal genannt? Hausmonster. So nennt mein Bruder jetzt alle Sachen, die offensichtlich sind. Das ist so schlimm. Wenn ich irgendeinen schlechten Witz mache, das ist ein Hausmaus-Witz. Das hat auch keinen Sinn ergibt. Hier unten geht's lang. Guck mal, hier unten. Oh, Skill. Ah ja, Haftbefehl schon. Haftbefehl ist schon Haftbefehl! Das ist eine kulturelle Gruppe. Ich meine, ich höre kein Deutschland, deswegen kann ich nicht. Er hat übrigens keinen Sonderschulabschluss, ne? Nicht? Er hat gar keinen Schulabschluss. Er hat gar keinen Schulabschluss. Deswegen ist er eine eigene Kulturgruppe. Ja. Wieder Hauptschüler, Sonderschüler oder sonst was. Ja, genau. Er ist Haftbefehl. Das meine ich ja. Wir brauchen noch Haftbefehl. Er ist Haftbefehl. Das ist ein eigener Schulabschluss. Finde ich auch noch. Für Leute, die gar nichts auf die Reihe gekriegt haben. Oder die ganze Zeit Hausmaus machen, sich deswegen cool fühlen. Er meinte, er hätte meine Nacht an den meisten Inspirationen. Ich meine, ich habe letztens irgendwas von einer Haftbefehlversicherung aufgeschnappt. Also. Nein. Es war irgendwas von wegen AW, also Arbeitswirtschaft, von wegen Versicherungen nennen. Da meinte Steffen so halt auch Spaß, Haftbefehl. Ja, ich weiß nicht, wer Steffen ist. Also, Steffen ist ein Kamerad. Ein Bruder, um genau zu sein. Ja? Ein Bruder, oder nicht? Steffen? Nein, nicht der. Mein Bruder heißt nicht Steffen. Wie heißt er sonst? Stefan. Stefan, okay, ist das gleiche. Gut, also jetzt wisst ihr alles von meiner Familie. Okay, fehlt auch Max. Oder hatten wir das schon mal in einem anderen Part? Den habt ihr schon mal gehört? Ja, der war schon zu Besuch bei Mario Kart. Ach ja. Warte mal. Vielleicht geht's da oben lang. Wir können ja verlinken, so plump. Oben rechts. Bitteschön. Ich glaube, wir müssen mal Musik lauter machen. Die ist nämlich übel geil gerade. Fährt dann. Wartet. Okay, die Scheiße. Oh, geil! In dem PC-Version haben sie die Musik nochmal überarbeitet. Das ist irgendwie geiler. Die ist aber auch viel geil. Jawohl. Nein! Die Polizei findet. Zunehmen wir noch den besten rein. Die Polizei findet Kinos bei Kindern. Oder irgendwas mit Realität. Realität. Das weiß ich aber nicht mehr genau, was das war. Das Mirko hat das ja auch gemacht, ne? Bei seinem YouTube. Ja, so. Ja, bei WhatsApp! Oh ja, das ist auch so Schiss. Bei WhatsApp hat er halt. Du stehst doch so. Mein WhatsApp hat, da gibt's ja immer so ein Lied vor, ne? Dieses, schon wieder ja, Montag. Oh, das regt mich so dolle auf. Zeit für eure News, die keinen interessieren. Krasser Titel, viele Views. Greenscreen und Mikrofonqualität. WhatsApp mit dem. Warte mal. WhatsApp mit dem. WhatsApp mit dem Müllsack Realität.
bei Mirko. Das Original kenne ich nicht. Also, da reimt es nicht. Bei Mirko. Vor allem mit dem Müllsack, ne, weil der Mr. Trashback halt so ist. Weil ja. Das Mirko übrigens, falls ihr nicht wisst, wer Mirko ist, der ist ja nicht so bekannt. Das. Ich denke mal, wenn man Let's Play schaut, kennt man eigentlich das Mirko. Wenn man uns kennt, kennt man das Mirko, okay? Ja, wenn man. Doch, das würde ich eigentlich schon sagen, weil wir sind so unbekannt, da kennt man schon andere Let's Player als uns. Ja, natürlich. Deswegen, würde ich schon sagen, wenn man uns kennt, kennt man eigentlich auch das Mirko. Würde ich mal ganz stark. Ja, meine ich doch. Ja. Das war kein Witz. Nee. Wir werden mit Gabi überhaupt. Warte, vielleicht ist hier irgendwas, Obwohl es gibt ja jetzt auch die Master Show eigentlich nur noch kommt. Das heißt jetzt nicht, dass Gong Shakespeare kommt. Allerdings glaube ich nicht, dass nicht so viele das Mirko kennen, die Minecraft-Sachen schauen. Also könnte schon sein, dass einige kennen, die das Mirko. Macht Mirko gar nichts Minecraft? Der macht auch ein bisschen Minecraft, oder? Nein. Gar nicht? Er hat ein einziges Minecraft-Net-Show gemacht, wo er seine Welt gezeigt hat. Dann hat er einen, ich mache jetzt einen Minecraft-Net-Player. Part gemacht. Da hat er so einmal irgendwie 2 Minuten hat er halt gesagt, dass er Minecraft nicht spielen wird. Ist auch richtig so. Ach, ich mache Mirko. Ja. Aber er spielt im Moment nicht so viele Ausraster von mir. Außer Kaiser Mario ist so gut. Er muss bei Zelda komplett machen. Ja, Zelda 2. Nein, nicht ja. Oh, alle schön die Fragen. Ich verstehe auch nicht, wieso er das nicht gemacht hat. Danke. Nee, aber hier zu diesem WhatsApp. Das Konzept an sich ist ja eigentlich gar nicht so schlecht, ist ja eigentlich ziemlich gut, aber dieser Typ bringt das eben. Ich jetzt darf ich hier nicht groß. Finde ich gar nicht so schlimm. Ich finde es gibt schlimmere. Es gibt auch schlimmere. Ich will, der hat eine gute Idee gehabt und. Aber. Dieses Intro. Ich hasse es halt, dass er immer so. Fang der Wahl! Genau. Fang der Wahl! Ich kann Englisch nicht. So. Und das Intro, es ist so schlimm. Es ist so unendlich. Es ist schon wieder Montag. Keine Zeit für News. Keinen interessiert. Krasser Titel für die News. Ich kenn das Original gar nicht. Kennst du nicht? Doch, ich kenne das schon, aber ich kenn's nicht auswendig. Also, dieser ist schon besser als der neue größte von den deutschen YouTubern, von den deutschen großen YouTubern. Ja. Wie findet ihr Alblani? Alblani? Alblani ist gut, Alblani. Irgendwie hasst alle Alblani, das finde ich gar nicht, das find ich voll komisch. Also ich fand sein Let's Play ist besser als sein Ali Channel. Ja, aber alle meinen halt, sie finden Alligator scheiße, aber nee, sie finden Alligator gut, aber. Aber nicht. Alblani. Nee, ich find beide gut. Ja, ich auch. Aber ich finde halt seine Splatoon trotzdem besser, aber das heißt nicht, dass er anders steckt. Ne? Ja. Alberto finde ich eigentlich von den großen YouTubern am besten. Von den ganz großen. Und Gronkh ist natürlich auch gut, aber Gronkh gucke ich halt nicht. Ich weiß nicht, irgendwie. Gronkh ist irgendwie. Keine Ahnung. Der macht halt nur Witze. Der ist aber nicht als Person lustig, irgendwie, finde ich. So wie ja, er hat nicht diese natürlich lustig, aber er ist. Er ist schon natürlich lustig, aber er ist nicht. Er ist nichts von, Besonderes, ja, ich weiß, für mich. Ich weiß er nicht. Schon, also, komm, man er ist was Besonderes, weil er halt unglaublich gut kommentieren kann und eine unglaublich hohe Qualität hat und so, aber. Er hat irgendwie keinen. Ich finde ihn jetzt nicht einzigartig. Weiß nicht. Aber genauso wie Zombie und diese ganzen Leute. Zombie. Ich schau mir das Fail da auch nicht unbedingt. Ich weiß nicht. Also ich finde, man kann aber eigentlich nichts gegen Schlechtes gegen Gronkh sagen, weil es wirklich gut macht. Ja, macht man. Man kann halt nur seine Art nicht mögen, aber man kann nicht sagen, dass es schlecht ist. Weil es nicht schlecht ist, das ist einfach nicht so. Weil, natürlich, weil es halt nicht mögen. Ja, das geht, aber du kannst nicht sagen, dass es schlecht ist. Weil es das einfach nicht ist. Du musst wissen, es gibt Leute, die meinen, wenn sie etwas nicht mögen, ist es automatisch schlecht. Richtig. Zum Beispiel Call of Duty Fans. Alles, was nicht Call of Duty ist, ist schlecht, weil sie es nicht mögen. Damit hast du jetzt 6 Millionen Menschen mindestens beleidigt. Die verdienen es auch, beleidigt zu werden. Nehmt das nicht so ernst, wir meinen das nicht so. Leute, die meinen, Call of Duty ist das beste Spiel, aber alles andere ist scheiße. Und ihr sagt Hurensohn, wenn ihr Call of Duty nicht mögt. Also ich finde, man kann Call of Duty meinetwegen mögen. Also ich verstehe jetzt nicht, warum man es mögen sollte, weil es hier ist ja derselbe Scheiß ist. Aber man soll sich dann nicht mal andere Spiele aufregen. Oder vor allem dann so sagen, Spiel zu langweilig, ist ja immer dasselbe. Ja. Fick schon. Junge, größter Scheiß, ich brauche wieder eine neue Map bei Call of Duty. Man soll vor allem nicht sagen, dass Battlefield schlechter ist. Battlefield ist in keinem einzigen Aspekt schlechter als. Doch, es ist ein komplett anderes Spielprinzip. Es ist aber. Call of Duty ist, ich ballere alle ab und finde ich dann cool. Das kannst du bei Battlefield auch machen, wenn man es ich ballere alle anderen ab und fahr Panzer. Wieso machen wir eigentlich nicht weiter? Wir können den bald weitermachen. Flickschusterei. Flickschusterei. Also Ranke. Ranke. Was ist mit dir heute los? Soll ich das piepen?
Ja. Nee, also Call of Duty kann man ruhig gerne spielen. Es gibt auch richtig, die machen das richtig gut. Die machen auch richtig vernünftige Videos dazu und so. Das finde ich dann auch gut. Sehr gut gemacht. Du hast genug Elektronen irgendwas gemacht, um Fahrt zu retten und bla. Ich habe mal einen gesehen, der macht halt so, der analysiert die Level und so und bla bla. Der hat sich dazu den richtigen Gedanken gemacht. Das finde ich dann wieder gut, wenn er es so macht. Wenn er es so spielt, dann finde ich es gut. Aber nicht so, hey, was, ich habe Call of Duty und bin 13. Ich finde es cool. Es geht bei Call of Duty vor allem darum, dass man schnell schießen kann. Ja, aber das verstehen die meisten nicht. Die meisten spielen es nur, weil sie dann coole Kinder sind. Ja, genau. Das regt mich dann halt total auf. Ja, ist auch okay, finde ich auch okay. Ich finde es ja auch cool. Wer findet es nicht cool, mit einer Waffe rumzuschießen? Na, ja, das wäre... Alter, und das geht bei Battlefield halt nicht so gut. Aber weil du erstmal die Gegner suchen musst und Taktik machen musst. Ich glaube, ich muss dir ganz dringend noch ein Video zeigen. Ja, da ist einfach ein Video. Es ist immer so, dass bei Battlefield 4... Übelst Battlefield 3 Pro Taktik Montage. Er geht einfach durch den Gang, hat Hedlige Maustaste und zieht einfach in die Richtung Kill. Wir können es ja mal verlinken, ich weiß auch, was er meinte. Aber die Maps sind einfach viel größer. Ja, die Maps sind größer, aber es ist... Wodurch du viel seltener Menschen triffst. Ich glaube wirklich, dass das ist, was an Call of Duty den meisten gefällt. Die Maps sind wirklich größer, aber es... Yeah! Aber die meisten, die Call of Duty spielen, haben sich mit dem Spiel nicht auseinandergesetzt, weil sich mit anderen Spielen nicht auseinandergesetzt. Wenn man die Spiele vergleicht und sich dann dafür entscheidet, dass man Call of Duty besser findet. Okay, aber nicht, ich hab jetzt nur Call of Duty und ich spiele jetzt nur Call of Duty. Und der Rest ist alles scheiße. Wenn man 90% der Call of Duty Spieler. Richtig. Warte, wobei. Machen irgendwie so richtig 99. Ernste Themen gerade. Ernste Themen? Assi-Themen, hat er doch gesagt, oder? Ernste. Achso, ich hab Assi-Themen verstanden. Assi-Themen wäre Haftbefehl. Hatten wir doch auch vorhin. Oh, weiß ich gar nicht mehr. Wer den Aal hat, hat die Qual. Achso, wer den Aal hat. Okay, hier, bitte, du hast einen Aal. Ja, warum fängst du auch nicht? Ich hab auch einen Aal. Oh. Das ist nämlich auch wieder ein Jules Bond, das gibt es ja auch so. Ich dachte, Remke wäre heute an der Reihe mit Trinken. Hast du Haustiere? Ja, ich hab einen Aal. Du musst wieder für den Kleinen, guck. Du kriegst immer den Kleinen als Globox. Ja. Ja, die wird doch einfach kleiner, die Motte unten. Nein, die ist schon vorher klein. Echt? Ja. Cool. Hummel! So, alles abschließend. Okay! Was nicht niet- und nagelfest ist. Das ist so richtig typisch Ramen-Humor wieder so, dass der Größte dann so richtig ganz, ganz flach, aber es ist trotzdem... Das ist halt der Typ, der Rayman 1 gemacht hat, hat ja auch das hier gemacht. Ist aber eigentlich bei jedem Rayman so. Das ist auch bei dem... Was ist denn da mit meinem Auge los? Kannst du hochschießen, Janik? Ach, das ist das Herz vor. Okay. Das war gerade irgendwie komisch. Was? Du kannst gerade irgendwie hochschießen. Also, ich habe einfach oben... ich habe einfach oben an den Rand geschossen. Ja, genau. Ach so. Ich hab grad... Also, warte, wo kommt das? Ja, ich weiß schon, hab's auch gesehen, war gemacht. Das ist übrigens die Eiswelt. Alles klar. Ich nehme mal alle Punkte, ne? Ach, da kriegt ihr jetzt was. Verdammt. Ich weiß gerade gar nicht mehr, welche Fähigkeit es in der nächsten Welt gibt. Du musst doch nicht wissen. Ich weiß, welche Fähigkeit es in der Welt danach gibt. Globox Füße, ey. Ja, deswegen den Antrieb, verdammt. Globox ist der Beste. Ja, sowohl der Spieler als auch der Charakter. Haha! Hast du wieder einen gerissen. Du bist aber wirklich gerade mit Abstand der Beste von den Punkten. Wenn du die ganze Zeit nach vorne fliegst. Also. Guck mal, das sammelst du ja alles ein. Aslak. Aslak, sterbe jung. Meine Welt ist dunkel. Geh ich nach draußen, sieh ich selten Sterne funkeln. Realität. Wie kann er sowas ernst meinen, ey? Das geht doch, das geht nicht. Ja, er meinte, er ist der einzige echte Rapper. Oh. Die verstehen überhaupt nicht, dass... Du hast mir gerade gespuckt, ich hab's gesehen. Die verstehen über... Es tut mir leid. Die verstehen überhaupt nicht, dass es darum nicht geht, wer der echte Rapper ist, sondern... Wer halt die beste Musik macht. Wobei ich Musik so... Sowas muss man den ganzen Menge Leute erklären. Justin Bieber. Ja, Justin Bieber kann echt gut Autotune. Also er nicht, ich meine, seine Leute können das gut. Man ist auch stolz auf ihn. Ja, wir machen zum 10.000 Abonnenten-Special machen wir was ganz Besonderes. Ja. Wir sind Baby. Nein. Aber ich muss echt sagen, Moment, ich finde es echt gut. Es geht ja echt voran im Moment mit unseren Abonnenten. Das sieht man, wie das Minecraft echt... Das sieht man Minecraft, ja. Ich meine, wir haben, glaube ich, einen Abonnent durch irgendwas anderes bis jetzt bekommen.
Durch Meat Boy, glaube ich. Also, ein Abonnent hat bei Meat Boy auf Onlin geklickt, auf dem Video. Bei dem Video. Was zur Hölle? Ich glaube, einer bei Chrono Trigger. Hey! Das war halt früher was über Pokémon, der Magnet, der Abonnenten bringt, und jetzt ist es Minecraft. Das ist League of Legends dürfte momentan auch eine ganze Menge bringen. Ich meine, aber das kannst du ja schlecht explainen, das kannst du eigentlich nur so. Ja, man kann kurze Videos zu machen. Oder halt ein Match hochladen oder was auch immer. Oh, guck mal, wie schön das aussieht. Oder was hauptsächlich mit League of. Oh! Hi! Boss. Ja, sieht ja jetzt ganz anders aus als die anderen, alle anderen Gegner. Ja, passt irgendwie nicht in den Stil. Was machen die? So. Doch, klar, finde ich schon. Wir haben uns die ganze Zeit selbst an die Stil. Der ist relativ einfach eigentlich. Wie sollen wir es denn besiegen? Achso, diese Dinger. Man muss die Knüppel da. Oh. Nein. Oh mein Gott. Christoph. Und da hinten ist diese Monster-Base. Ja, die geht ja. Ich hab sich voll Bock, irgendwas mal mit dem Handy zu machen. Können wir auch machen. Aber was wollen wir denn da machen? Happy Wheels ist jetzt wahrscheinlich auch richtig. Am Abfeiern. Ja, und komm. Ja, weil es halt einfach auch wieder ein perfektes Let's Play Spiel ist. Ja, es ist so lustig. Aber da ist auch wieder so, man kann es schlecht besser machen als irgendwie über Hexanova. Ich glaube, deswegen ist Minecraft auch so lange erfolgreich, weil es halt bei jedem Let's Player was anderes ist. Aber im Endeffekt ist es dann doch wieder das gleiche. Und dann sind wir was die anderen. Es ist immer was anderes. Es ist immer was anderes. Es ist immer was anderes, als wenn du an den Player das gleiche Let's Play. Ja, klar. Gibt's natürlich noch Survival Adventure, blablabla, hast nicht mehr. Ja, Adventure, Minecraft Adventure, das können wir auch machen. Ich bin schon zufrieden mit unserem Redstone und Tower Update, wie wir das wissen. Ja, es sind halt nur so Sachen, nur so Shows. Und die kommen ja eigentlich auch ziemlich gut an, ne? Und wir haben auch ordentlich was damit zu tun. Es ist ja nicht so, als ob wir jetzt hier. Kennst du die Adventure Map, die Co-op Adventure Map It's Better Together? Ja. Die ist illegal. Oh, ich war ja gut. Ich hab's geschafft? Nee, ne? Bei einem Bescheiße, ne? Nee. Oh Gott, war. Doch, wir haben es geschafft. 300 haben wir nicht, oder? Doch, 300 haben wir. Die hab ich alleine schon fast damit jetzt voll. Aber die 350 haben wir nicht. Ganz, na gut, hab ich so klar. Ja, aber wir sollten es wirklich versuchen, vielleicht alle Inektuns wenigstens zu bekommen. Vielleicht gibt's ja irgendeinen geheimen Bonus. Nein, wahrscheinlich braucht man für die letzte Schatzkiste alle Inektuns. Denke ich mal. Aber wo, sie haben ja auch schon wieder zwei Dinger freigeschaltet im Schnarchen im Baum.